Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost of Tsushima. Beim letzten Mal haben wir die Nebenquest abgeschlossen. Eine letzte Bitte. Wir haben all die Leute, ja, oder zumindest einige Leute des Glückspilz-Gasthauses gefunden. Nachdem wir zahlreiche Mongolen als auch noch mehr Strohhüte ausgeschaltet hatten. Durch den Einsatz von Kettenattentaten, was beim zweiten außerordentlich gut geklappt hat, und durch die Verwendung von Gift- und Halluzinationspfeilen, was sogar nochmal einen kleinen Rückblick triggerte. Abgesehen davon haben wir die Berghangruinen gesäubert, noch ein Artefakt mit eingesackt und machen uns jetzt auf den Weg zu einem Haiku, was wir noch nicht verfasst haben, aber das wird sich gleich ändern. Mittlerweile ist es sogar schon leicht Tag geworden. Sehr diesig hier das Ganze. Wir hatten auch hier bei der Säuberung dieses kleinen mongolischen besetzten Gebietes Hilfe bekommen tatsächlich. Von 3-4 mutigen Leuten, die mit Pfeil und Bogen uns unterstützten. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Was es nicht alles gibt. Leider sind 3 von 4 Leuten ja ums Leben gekommen. Aber der Kampf gegen die Mongolen, es ist ja auch kein Zuckerschlecken. Ich jetzt doof oder? Nee. Also ich gehe quasi geradewegs drauf zu. Ach, da ist es doch. Welches Haiku ist das hier? Das Kubara-Haiku. Okay. Über Wiedergeburt senieren. Okay, was haben wir denn da überhaupt für Auswahlmöglichkeiten? Seht, was zurückblickt. Was haben wir noch? Reise steht bevor. Ja. Kämpfend in den Wind. Reise steht bevor, würde ich sagen. Ja doch. Reise steht bevor. Bequeme Flucht vor allem. Das würde ich nicht unterschreiben. Unter dem goldenen Schleier. Ja, es kommt drauf an, was jetzt hier noch, noch steht. Güldene Rüstung, rot befleckt. Nee, da gehe ich tatsächlich auf das in der Mitte. Unter dem goldenen Schleier. Das erinnert mich, die Reise steht bevor, goldener Schleier. Wenn jetzt das dritte auch noch passt, dann habe ich so das Gefühl, dass Gandalf selbst zu einem spricht. Wer schon... Mal gucken. Das wird schon mal eingeloggt. Spült die Angst hinfort. Oh, auch so schön. Reinigt euch von Schmerz. Ja. Ersetzt Verlorenes. Ja.
Ersetzt Verlorenes. Ich nehme das Erste. Weil ganz ehrlich, ich kann mir da selbst nicht helfen, aber das ist... Wie... Habt ihr die eine Szene vor Augen bei Der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs? Wo Gandalf mit Pippin zusammen auf einem der oberen Ringe von Minas Tirith sitzt. Und darauf wartet, dass die Trolle mit ihren großen Hämmern die Türen brechen. Und er nimmt Pippin quasi die Angst vor dem Sterben. Das ist so ein Zitat der Filmgeschichte. Es ist, also wenn Dieb eine neue Bedeutung bräuchte, dann wäre es definitiv eine solche Szene. Reise steht bevor. Unter dem goldenen Schleier spült die Angst hinfort. Oh, ich krieg gerade Gänsehaut. Ja, das war die richtige Entscheidung. Stirnband der Wiedergeburt. Ja, also mit der Anlehnung muss ich ganz klar sagen, eines der geilsten Haikus bis jetzt im gesamten Spiel. Cool. Haben wir. Ja, Freunde. Geschenkaltar. Gab's hier auch noch ein Geschenkaltar? Nein, da gab's keinen. Da wahrscheinlich auch nicht. Na, okay, es ist. Wobei. Es gab da schon einen. Also das würde ich mit euch jetzt mal gerade austesten. Weil jetzt steht mehr oder weniger gesagt wirklich noch dieses, ja, der lange Weg zu Umugi nochmal bevor. Backtracking sozusagen vom Allerfeinsten. Hoppala. Aber die Geschenke hätte ich mir natürlich noch gerne mitgenommen. Ne? Die lasse ich ja nicht einfach mal so liegen. Da beim weißen Baum. Nee, geht mir weg, Alter. Jetzt habe ich gerade nicht die Möglichkeit. Ich verschone euch mal. Ausnahmsweise. Hier kommen wir nicht drüber, ne? Ne, wir müssen tatsächlich über die Brücke. Okay, dann machen wir das halt. Da hinten sind die Mongolen wieder am Patrouillieren. Servus. Sieht schon fast selbst aus wie so eine Traumsequenz. Ja, da liegt tatsächlich was. Hundert Vorräte. War das wirklich alles? Ja, tatsächlich. Okay. Ja gut, dann brauche ich ja die Wegmarkierung auch nicht mehr. Was war das denn hier eigentlich? So. Waldrandlager. Oh, Backe. Ja. Das wird ein ordentlicher Ritt. Knapp 3 Kilometer. Das müssen wir erstmal abreißen. Aber ihr wisst ja selber, was kriegen wir hin. Ohne Probleme. So können wir jetzt hier wenigstens nochmal diese wunderschönen Umgebungen. Moinsen. Nochmal diese wunderschönen Umgebungen hier betrachten, ohne Gefahr zu laufen, einen Brandpfeil in den Rücken zu kriegen. Ja, den
Den Bären haben wir auch erstmal passiert. Damn. Geradewegs einfach mal durchgerusht. Nur unnötig Zeit jetzt hier auf dem Weg noch zur Mugi-Bucht liegen lassen, möchte ich halt auch ungerne. Weil den Weg, den muss man ja auch erstmal, ne? Was war das denn, was ich da... Ja, ich weiß. Gerade noch von gesprochen. Rauchbomb. What? Oh. Sorry, dass ich die Pfeile hier leider nicht rausziehen kann, weil ich habe leider schon alle. Alles full. Zurück in der Präfektur Utsuna. Nur ehe man sich es versieht, ist man wieder da, wo man hin will. Das Okada-Gehöft passieren war auch eben mal so auf die Schnelle. Schön, diese Flötenklänge hier gerade mitzuhören. Ja, bei sowas kann ich nicht nein sagen. Ihr kennt mich. Nur weil ich jetzt abgestiegen bin von Nobu, heißt es nicht, dass ich aufhören soll zu spielen. Och Mann. Schade. Verstummt die Musik auch schon wieder. Zwischen der Bachkreuzung. Hier waren wir auch schon öfters. ...1,8 Kilometer. Ja, wahrscheinlich hätte ich hier gar nicht rüber gemusst. Aber die Hälfte haben wir ja schon mal. Oder beziehungsweise, naja, noch nicht ganz. Wir haben 1 Kilometer jetzt hinter uns gebracht. Okay. Was ist hier los? Wieder so ein. Alter, beweg dich, Jin. Weil ich bin mir unsicher, ob ich hier überhaupt schon mal war. Friedhöfe haben meistens Grillen. Und das Glühwürmchen sagt, wir sind hier richtig. Und seht mal da. Der Weg war nicht umsonst. 15 von 20. Wo genau auf der Karte sind wir überhaupt? Der Hügel des alten Clans. Westlich vom Kushi-Tempel. Schaut mal an. Ist auf der Karte überhaupt nicht eingezeichnet, aber geil. Ja, okay. Hat sich gelohnt. Das war ein Zwischenstopp, der war nicht umsonst. Und für sowas lege ich gerne eine Pause ein.
lasse ich jetzt einmal einfach links liegen. Oder von unserer Seite eben gerade gesehen aus rechts. Das müsste jetzt hier die Insel sein, die nach unserem Vater benannt ist. Katsumasa. Hallöchen, mein Guter. Damit. Wo will er denn hin? Die tiefen Raubtierfälle könnten unter Umständen später auch nochmal von Nutzen sein. Ja, da ist der Legendenerzähler. Wieder zurück in der Präfektur von Otsuna. Und jetzt kommen wir hier schon in Richtung Marschland. Ja, am Predator-Baum vorbei. Wo wir Yuna auch mal vor schon längerer Zeit angetroffen hatten. Und das Gasthaus von ihrer alten Bekannten Ichi. Ja, quasi vor Mongolen zu befreien. Der verborgene Kranichsumpf. Wo wir Kenji aus Apache geholfen hatten. Mittlerweile kann ich hier schon meine eigenen Backstory so erzählen. Ne? Man hat ja schon so einige Zeit und Kämpfe rein investiert. Okay. Da hinten hatten wir mal die Strohhüter ausgeschaltet. Habe ich jetzt tatsächlich weniger Infos drüber. Oder ich habe es einfach nur gerade schlicht vergessen. Das kann auch sein. Ich kann mir leider auch nicht alles merken. Ne? Wäre auch ein bisschen merkwürdig. Ich bin der Meinung, da hinten. Also jetzt schon so gut wie geradezu. Da haben wir gleich den Eingang von Omugi. Und die altbekannten Spezi, die stehen hier auch mal wieder Schlange. Ja, aber ey, ich habe keinen Bock auf euch. Die haben euch schon oft genug gekillt, so ist es nicht. Da wären wir mal wieder in der Omugi-Bucht. Lang, lang ist's her. Fürst Sakai, den Göttern sei Dank. Erzähl, Bruder, was los? Kojiros Strohhüte, mit denen ich kämpfen sollte, sind tot. Er wusste es bereits, mein Herr. Ich sagte euch, er ist kein gewöhnlicher Mann. Ihr habt ihn wiedergesehen? Er kam zurück, meinte, ihr verdient den Tod durch seine Hand. Er wartet in einer Höhle am Omi-Kloster auf euch. Im Territorium meines Clans. Das wird er bereuen. Ihr dürft ihm nicht entgegentreten. Mit seiner dämonischen Rüstung ermüdet er im Kampf nicht. Das werden wir ja sehen. Ich bete für euren Sieg. Du hast was vergessen, Musikant. Jetzt noch sagen müssen, Inos, steh uns bei. Finde den Duelleingang im Omi-Kloster. Ja, 2,5 Kilometer mal wieder nach oben, ich weiß. Aber hat das keiner im Kloster gesehen? Ich weiß nicht, ob John Chin mittlerweile wieder da ist. Aber das ist schon ein bisschen suspekt.
Kraft der Vorfahren. Okay. Das sieht auch edel aus. Ah, warte mal, wenn ich jetzt hier schon mal bin. Ach, das hatte ich mir sogar schon gekauft gehabt, alles klar. Dann vergesst, was ich sagen wollte. Wir sehen uns wieder. Da wäre ich mir nicht sicher. Beim Fallensteller, was sagt er denn? Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Ich habe nur 30 Fälle, ich glaube, damit komme ich nicht weit. Gut, das war's auch schon wieder mit Umugi. War nur ein kurzer Aufenthalt, weil wir können jetzt gefühlt wieder die gleiche Distanz wieder zurück. Ich wollte sagen latschen, aber es liegt ja Nobu. Wieder zurücklegen. Ich habe mich damals einfach nur gefragt, so, wie kann der Typ es geschafft haben, sich einfach im Omi-Kloster zu verstecken? Haben die Mönche das allesamt nicht mitgekriegt? Oder ist er einfach nur einer Einladung gefolgt? Alles schon ein wenig seltsam. Die Mongolen. Ja, komm. Aufgrund der Tatsache, dass wir diese Möglichkeit ja sowieso nicht im Duell einsetzen können. Wo geht der denn hin, Junge? Waren wir ja auch schon mal. Das ist ja schon. Ich will nicht sagen Asbach uralt, aber. Vor einigen Aufnahmen gewesen. Das wäre schon ultra heftig, Mann. Wenn das mit der Entschlossenheit, die jetzt gerade auf Maximum ist. Und ich würde sie genau auch da behalten. Dann noch in Kombination mit Gosakus Rüstung. Die Gegenüberstellung wirklich. Ja. At first try klappen würde. Dann wäre das Ganze aufgebauscht, so von wegen. Oh, heftiger Fight und so. Sehe dann wahrscheinlich anders aus, gebe ich zu. Nur diese Entschlossenheit, die will ich halt nicht verlieren. Auf der einen Seite. Weil der Typ ist echt nicht zu unterschätzen. Warte mal, wir nehmen lieber den Weg. Ich glaube, der ist kürzer. Hier kommen wir an Ichis Gasthaus vorbei. What the hell? Das war kritisch. Oh! Das, mein Lieber. Oh shit! Wagst du kein zweites Mal? Was war das denn gerade?
Ja, ihr habt das auch gerade gesehen, oder nicht? Ja, okay, das war schon ein bisschen lame. Wie viele sind denn hier noch? Also ich weiß ja, dass Ichi jetzt auch ein paar Probleme hatte, so vom Ding, aber dermaßen viel Besuch um die Uhrzeit? Damn. Darauf war ich nicht vorbereitet. Beim besten Willen nicht. Ara Nobu. Und wir haben diese Geistfähigkeit auch schon fast wieder drin. Hätten wir jetzt noch eine weitere Person gekillt, ohne Schaden zu nehmen, dann hätte es, ja, wieder gepasst. Umso mehr finde ich es enttäuschend, dass es halt nicht für so ein Duell zählt. Ah, rechts vor links, passt schon. Waldrandlager. Ist ja zum Glück auch nicht mehr besucht. Hier habe ich mich auch abgequält. Das hätte in der Vergangenheit auch deutlich besser laufen können. Wie weit haben wir es denn noch? Ja, 800 Meter. Bei circa einer Minute auf der Uhr. Mal schauen, ob das zeitlich alles noch hinhaut. Oh nee. Das muss jetzt nicht sein. Dann nehme ich kurz mal... Ja, den Weg ins Visier, wo man weniger gesehen hat. Das Haiku in der Nähe war, dann... Ja, das Haiku war da. Was ist das denn gerade? War das schon mal hier? Ah, ja. Naja, okay. Wir waren schon mal hier. Ich möchte aber den Part dann beenden, wenn wir beim Omi-Kloster angekommen sind. Was jetzt auch nicht mehr allzu lange dauert, ne? Keine Frage. Gibt es hier noch einen Weg, wo ich irgendwie... Gefühl laufe ich gerade außen rum. Da kommen schon wieder die Strohhüte, auf die habe ich gar keinen Bock. Als ob er mich von da hinten noch gesehen hat. Immer weiter aufs Ziel zu. Es kann ja nicht mehr weit sein. Ja, 300 Meter. Oh, Freunde. Möchte ich ungerne. Gut, dann nehmen wir halt den anderen Weg.
der da nicht eingezeichnet ist. Querfeldein. Eine andere Frage, waren wir überhaupt schon mal hier oben? Möglich, möglich, vielleicht aber auch nicht. Und wenn, dann werde ich den Part halt da oben beenden. Dann ist uns nochmal eine gute Aussicht gewiss. Ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Das Glühwürmchen war ja auch gerade wieder da, was so viel heißen kann wie ein Sashimono-Banner vielleicht. Oder vielleicht eine Kopfbedeckung. Ja, ein Banner tatsächlich. Und der des Sakai-Clans. Ja, Freunde, dann würde ich den Part sogar so beenden. Passt ja. Und es sieht auch noch extrem geil aus, Mann. Gut. In der Hinsicht, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Ghost of Tsushima.